So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß jetzt die Nummer gar nicht. Ich muss nachgucken. Gibt ein Video, die Post war da. Die Post war da 275. Es ist wieder nichts zum Dampfer kommen und es ist wieder nichts für Kameratechnik kommen. Es ist wieder was zum Spiele kommen. Nur weil ich auch. Mir schnackelt nicht lang, mir geht nicht runter. So, das Google, dass ich meine Kamerabilder rausgezoomt bin. Hier haben wir bei Banggood was bestellt. Das ist ein sensationell günstiger Preis. Dann habe ich nachher gesehen, wenn ich mich als Affiliate-Partner anmelde und die kann euch jetzt einen Gutschein geben. Müsst ihr noch einmal in die Videobeschreibung gucken, dann kriegt ihr das Set sogar günstiger wie ich. Also sie haben jetzt insgesamt 150 Euro zahlt über den Gutschein, was ich jetzt verteilen kann. Habe ich das gleiche Set auch mit Zusatzakkus und hat ein Kumpel sichergestellt für 143, 144 Euro. Ja, das Auto selber war im Angebot für nur das Google, dass ich die Dinge umdrehe. War im Angebot für 119 Euro. So, und das ist aber der, was abbildet ist, und das ist der hier, den habe ich bestellt. Und der wäre eigentlich auch schlecht. Der wird mir auch tierisch gefallen. Aber den habe ich nirgendwo für das Geld gefunden. Aber der hier ist gewahr. Das Auto hat dann einen Brushless-Motor, fährt bis zu 75 km/h schnell. Hat auch wieder die Öldruckstoßdämpfer, ist an verschiedenen Stellen verstärkt, aber mir mag jetzt gleich aufmachen. Ja, was ich nur separat dazu gestellt habe. Hoffe mal, dass das auch passt. Dass das die richtige sind. Ich habe separat nochmal zwei Zusatzakkus dazu kauft mit was Handy 2200 Milliampere Handy glaub, und da bin ich mal gespannt, ob das die gleiche sind, was jetzt da im Lieferumfang mit drin ist. 2200 Milliampere, aber auch nur 2S. Und im Fahrzeug müsste ein Akku dabei sein und das sollte rein theoretisch der gleiche sein. So, wissen wir mal alles hinter mir. Ladegerät ist wieder das Komische dabei, mit wo man über USB ladet. So, dahinter versteckt sich die Räder. Das machen wir mal weg. Also da drinnen ist nichts. Ja. Hier ist das Auto. Jetzt habe ich mal einen anderen bloß schon rausgeräumt, aber der ist schon einiges größer und schwerer vor allem. Das kann ich ja nachher mal das andere Auto holen, dann können wir es mal direkt vergleichen. Also ich hätte jetzt, ich denke, dass es so viel Unterschied macht und vor allem was hier, die Räder, viel besser. So, stellen wir den mal zur Seite. Da unten ist auch nichts weiter drin. So ein Platzhalter. Und hier kommt die Fernsteuerung raus. So, und da müsste jetzt sie dann noch einmal gucken, ob ich dann beide Autos mit dieser Fernsteuerung irgendwie, wie das so programmieren kann. Weil die Fernsteuerung, die soll eine Reichweite von 150 Meter haben und mit dem blauen Lenkrad. Und die neue Brushless-Version und die Fernsteuerung vom Alter, die hat scheinbar nur Reichweite von 100 Meter. Ob das so hinhaut, weiß ich. Das habe ich halt mal gehört. So, Schachtel ist leer. Wenn ich ein bisschen weit rauszoome, dann sieht man es. Hier haben wir jetzt das Auto. Auch wieder mit Öldruckstoßdämpfer.
Also ich behaupte einfach mal, der hat gefühlt ein bisschen mehr Federweg wie mein anderer. Die Antriebswelle hier, die sind auch, auch so dünn. Die wird auch ruckzuck krumm sein. Machen wir mal die Abdeckung ab. Also die Teile hier sind auf jeden Fall mal etwas größer, massiver als wir am anderen Auto. Und Akku scheint tatsächlich der gleiche zu sein. Wie den, was jetzt sie dazu bestellt haben. Sieht mal ziemlich identisch aus. Aber man kann hier auf jeden Fall größere Neighbor. Und was mir jetzt gefällt, von der Höhe her habe ich hier Platz, weil ich habe mir jetzt 3S Akkus bestellt, die aber höher sind. Und da habe ich jetzt eher extra Schiss gehabt, weil man kleiner würde, die 3S Akkus jetzt nicht kriegen, dann habe ich schon Schiss gehabt, dass es hier auch nicht reinpasst, aber da passt es auf jeden Fall rein. Oh, Akkus sind auf jeden Fall die gleiche, das sind identisch, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob aus identische drauf steht. Wenn die Kamera mal scharf schaltet. Ja, da ist sogar die vordere Nummer. 85-34-96-SH25 ist sogar die Nummer gleich. 2021-08-10, 2021-08-18. Also, Akkus sind auf jeden Fall identisch. Dann habe ich zumindest schon mal die richtigen Akkus gekauft. Und jetzt habe ich gesagt, ich möchte noch geschwind einen Größevergleich machen. Jetzt lasse ich hier den Deckel auch gerade mal auf, weil bei dem anderen 14 40 01, ja, auch der Deckel gerade auf. Da sieht man auch schon, dass der schon massiv im Gelände war. So, also wenn jetzt hinter gleich nachstelle. Macht jetzt natürlich so viel aus, Achsversatz. So, aber das Auto ist auf jeden Fall viel länger. Und der Breite her war die sich, denke ich mal, so gut wie nicht schenke. Aber können wir auch mal vergleichen. Von der Breite her. Von der Breite her sind sie ja, relativ gleich. Das Auto ist halt länger geworden. Und wenn jetzt hinter die Räder gleich stelle, dann rutscht sie hier praktisch schon fast näher. Also, der neue ist auf jeden Fall größer. Ist so rein von der Optik her, würde ich sagen, der ist doppelt größer, dass das Handling wahrscheinlich um einiges besser werden wird. Aber dazu kommen dann, denke ich mal, separate Videos. Also ich weiß halt jetzt gar nicht, ob ich das hier auf dem Kanal machen soll oder ob ich da vielleicht einen extra RC-Kanal aufmachen soll. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr eigentlich, ob euch sowas RC-Technik auch gefallen wird oder ob ihr sagt, das soll ein reiner Review-Kanal bleiben, wo ich mal Liquids Review oder wo die Post war, da Kamera komisch oder keine Ahnung, aber nicht unbedingt Spielzeug. Ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Weil ich denke, die meisten sagen, das finde ich cool. Abwechslung vielleicht mal. Gibt aber bestimmt eine Katze aus der Dampfer-Szene, die sind da so ganz eiger. Wenn man Dampfvideos auf dem Kanal hat, dann darf es da nichts anderes geben. Und schreibt was in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.